Willkommen zurück zu Evoland 2, Kapitel 43. Das letzte Mal. Oh, wird das hier schon getriggert? Naja. Das letzte Mal sind wir hier auf Dämonia angekommen und haben uns dafür entschieden, gleich im Krieg mitzumachen. Zwei Maps haben wir schon abgeschlossen und jetzt sind wir auf der dritten. Überraschungsangriff. Was auch immer das heißt. Hier liegt eine Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden. Vermutlich ist ihr befehlshabender Offizier geflohen. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig. Wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leitenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nichts weiter als vorrücken. Dort drüben steht ein Kommandozelt. Rekrutieren wir mehr Soldaten. Ja, habe ich das letzte Mal auch schon angedeutet. Diese Zelte stehen hier auch bei jeder Map herum und damit können wir uns weitere Einheiten besorgen. Oder halt eben verbessern. Allerdings habe ich das eben letztes Mal schon gemacht und deswegen überhaupt kein Geld mehr für sowas. Also gehen wir einfach weiter. Na, was gibt's denn hier alles? Da ist eine Axt im Baum. Da ist ein oder Baumstumpf. Außerdem will ich mich hier auch ein bisschen genauer umsehen, weil die Maps sind nicht immer so leer. Jetzt! Attacke! Okay. Ja, wo kommt ihr denn her? Aber zum Glück kommen unsere beiden Soldaten noch viel schneller hinterhergelatscht. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Nieder mit den Invasoren! Beruhigt euch! Legt bitte eure Waffen nieder. Ich bin es, Menos Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Menos? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Tod den Verrätern! Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Menos. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine Wahl, entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir, aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Tja. Ach so, das sieht man gar nicht. Wovon genau ich rede, werdet ihr später sehen. Jetzt müssen wir allerdings erstmal uns mit diesen ganzen Dämonen hier auseinandersetzen, wo wir ein paar ein bisschen kräftiger gebaute Bogenschütze haben. Die sind dafür ein bisschen schwächer. Und der Standard-Dämon ist... ja, um nicht zu sagen, diese Einheiten sind recht vergleichbar mit den Standard-Einheiten, mit denen wir bisher zu tun hatten. Also genau genommen die beiden hier. Jedenfalls wollen wir schauen, dass wir die Leute hier dann eben so ein bisschen geschickter auseinandernehmen. Wir können Darkin ja mal darüber schicken und hoffen, dass er recht gut aufräumt bei so Gegenangriffen. Dann mit den Einheiten mal gucken, was wir da so machen können. Kuro, du greifst einfach mal hier an, weil warum nicht? Was können wir noch machen? Also auf diese Einheiten brauchen wir hier nicht unbedingt zu groß Acht zu geben. Es hat zwar ein bisschen Vorteil, wenn wir mehr Einheiten zu kämpfen haben, aber sonst ist es jetzt auch nicht so besonders. Okay, die schießen auch nicht ganz so weit, die Bogenschützen, und sind recht langsam. Insofern ist das schon ein ziemlicher Vorteil. Ach, und das ist auch noch ein Bogenschütze, deswegen haben wir keinen Gegenangriff einstecken müssen. Ja, Fina, dann erledige die doch mal. Ja, und was machen wir mit euch so? Rekrut, du greifst mal den Bogenschützen an. Das hat sich ja fast nicht gelohnt.
Dann schickt man den noch hinterher. Das hat nicht ganz gereicht, aber er macht irgendwie keinen Gegenangriff. Das ist ja freundlich. Dann tun wir Menos hier mal irgendwo hin. Soll der angreifen? Ich möchte eigentlich lieber Störung vorbereiten, aber was soll's. Und da tun wir hier irgendwo noch Velvet hin, die ja mal so ein bisschen auflädt. Da kommt einer, um Daikin anzugreifen, was keine gute Idee für ihn ist. Mensch, Fürst Minus hält nicht wirklich viel aus. Guckt euch das an. Er kommt nur noch mit einem weiteren Angriff zurecht. Insofern werde ich den wohl doch mal heilen müssen. Für was anderes ist Fina eigentlich nicht wirklich zu nutzen. Und dann gucken wir mal weiter. Der hier kann doch alles Mögliche besiegt werden. Also macht das mal unser Rekrut hier. Peaks. Ja. Du stürmst einfach nochmal. Je mehr wir aufräumen können, desto besser. Kuro stürmt hier mal vor und räumt einen Dämon aus dem Weg. Und Daikin. Wir sind halt alle noch nicht angeschlagen. Egal, du gehst einfach mal hin und haust hier irgendwo drauf. Und Menos. Will ich jetzt nicht zu weit nach unten tun, bevor da irgendwelche Typen hinkommen. Insofern stürmst du lieber mal nur. Ach, und wir haben hier noch einen Bogenschütze, der eigentlich fast nichts angreifen kann. Obwohl, er kann da... Warte. Der hat nicht so viel Reichweite. Damit kann er gerade noch den Dämon angreifen. Schön aus der Ferne. Das ist doch eine schöne Sache. Wird mal kurz gestreichelt. Alles kein Problem. Weil die sind da alle eigentlich recht kräftig gebaut. Bis auf Minus überraschenderweise. Okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen offensiver, das Spiel. Normalerweise schaue ich wirklich alle um Daikin rum. Werde ich auch bei den späteren Maps auf jeden Fall machen. So, ich stelle mal hier hin. Schönen Diamantenstaub auf so ziemlich alles, was da ist. Und dann kann hier eigentlich Minus schön in die Mitte rein und so einen Hieb einsetzen. Räumt doch ganz nett auf. So. Was seid denn ihr alles? Ihr seid normale Dämonen, ne? Alles normale Dämonen. Sollte ich mal Minus vielleicht ein bisschen heilen, weil der doch sonst gerne von denen hier angegriffen werden könnte. Tja, einen Rekrut könnte ich jetzt irgendwie loswerden, wenn ich das wirklich möchte. Kuro, greif mal zum Bogenschützen an, weil warum nicht? Daikin geht mal auf den Bogenschützen. Dann haben wir doch recht gut aufgeräumt. Ja, du kannst dich zurückziehen, würde ich sagen. Und wen greifen wir jetzt damit an? An den Bogenschützen kommen wir nicht dran, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir könnten vielleicht zumindest diesen Dämon hier mitnehmen. So, nächster Zug. Und natürlich gehen die alle auf Minus, einfach weil er nichts aussieht. Oh, der hat irgendwie kritischen Treffer gelandet anscheinend. Aber ansonsten haben wir die Map hier doch ganz gut aufgeräumt.
armer Menus. Er wird hier ziemlich gerne verkloppt irgendwie. So, Daikin räumt hier mal kurz auf. Und der Rest schaut, dass er irgendwie mit dem Bogenschütze fertig wird. Wir können bloß überhaupt nicht viele hin. Sollte aber kein Problem sein, dadurch, dass wir eigentlich zwei Fernangreifer hier haben, wie zum Beispiel Fina. Kann ihr mal auch angreifen und den Bogenschützen. So, Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir so leid, Menus, und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Menus. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst. Ich hätte ja gedacht, die wären ein bisschen vernünftiger, die Dämonen, aber was soll's. Jedenfalls, hier oben habe ich gemeint, ist noch was. Ah ja, da hat sich jetzt ein Dämon versteckt. Was macht ihr denn hier? Ich will nicht kämpfen, der Krieg macht mir Angst. Mein Bruder Machos ist der Muskelprotz in unserer Familie. Der mächtige Machos? Da seid ihr bestimmt Lusus. Der kluge junge Künstler? Der bin ich. Und ihr seid kein anderer als Fürst Menus? Ich hatte also recht. Leider wurde Machos ergriffen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich flehe euch an, Fürst Menus, findet meinen Bruder und rettet ihn. Er wird bestimmt die Dämonen im Widerstand zusammentrommeln, um an eurer Seite zu kämpfen. Ihr könnt auf mich zählen. Sollten sich unsere Wege kreuzen, werde ich ihm die Situation hier darlegen. Vielen Dank, Fürst Menus. Das ist erstmal das eine und das andere ist, dass er anscheinend für Kartenspiele zur Verfügung steht. Also machen wir das mal. Ich denke zumindest mal, dass wir gut genug dafür sind. Boah, recht robuste Einheit da unten, die wir noch nicht haben. Aber wir haben hier Kuro, das ist doch schön. Ich glaube... Naja, wieso nicht? Wir setzen uns mal mit dieser Garde auseinander. Dadurch, dass sie keinen hohen Angriff hat, hat die mit der Fledermaus so ein bisschen Probleme. Du kannst hier dabei so ein bisschen Energie bringen. Du räumst hier auf. Was heißt Energie? Mana halt. Oh nein! Ist doch gemein. Jetzt räumte die Einheit gleich weg. Nun gut, dafür haben wir ja den Yoda-Baum. Er bringt ordentlich Verteidigung, die wir eigentlich überall hinsetzen könnten, so rein theoretisch. Aber nachdem die da oben nicht so besonders angreifen und Kuro doch recht stark ist, setze ich ihn doch mal hier da unten hin. Dann kann ich mich jetzt mehr um die anderen beiden Reihen kümmern. Während... Tja, da unten kommt er nicht mehr durch. So. Hier haben wir Jon Snow. Ja, Jon Snow ist doch die beste Einheit hier. Und die mittlere Reihe lasse ich mal in Ruhe, weil... habe ich irgendwie nichts davon, wenn ich da unten nicht angreife. Zumindest noch nicht. Weil da kann er ja sonst auch nichts mehr Besonderes hinsetzen. So. Eigentlich würde ich ja schon gerne diesen Gesellen hier hin tun. Ach ja, der ist eigentlich schon besser. Der kann tatsächlich diese Reihe hier ordentlich aufräumen. Damit bin ich jetzt endgültig im Vorteil hier. Weil ihr kommt hier nirgends mehr so richtig durch. Den Troll kann ich leider nicht zur Hilfe holen. Allerdings kann ich halt hier so einen Typen davor setzen. Also dahinter. Und dann habe ich hier erstmal vorgesorgt. Jetzt
beziehungsweise braucht mich hier nicht mehr zu interessieren. Nach dem Zug sollte ich gewonnen haben. Oder auch nicht, der hat doch ein bisschen zu sehr hier vollgebaut. Ah, doch. Warte, jetzt bin ich ja erst dran. So, übrigens bei Mana, es bräuchte ich das wirklich. Die sind echt nützlich, diese Mana-Einheiten. Und der Yoda-Baum, auch wenn er viel kostet, der ist nochmal besonders nützlich, weil er so viel aushält. Dafür gibt es hier als Belohnung Arthur, König der Dämonen. Das scheint auch eine bessere Karte zu sein. Da. Ja, ich schon recht kräftig, würde ich sagen. Tja, und jetzt steht uns eben zur Auswahl, wo wir lang gehen. Ich habe gesagt, beide Richtungen, aber nachdem es da unten ist schwieriger ist, werde ich wahrscheinlich erstmal mehr den oberen Weg nehmen. Kann ich hier mal kurz reingucken? Ah, Leutnant, wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen in absolut makellosem Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs schützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke? Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas, stimmt's? Ja, natürlich, worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollen wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Ihr könntet sie zum Fliegen bringen. Sie teleportieren oder sogar eine magische Abwehr benutzen. Das könntet ihr doch, oder? Ist es tatsächlich schon so spät? Ich muss wirklich los. Viel Glück! Ach, und wenn ich auch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abgezogen. Soldaten, vorwärts, Marsch! Leutnant, Dämonia ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut. Ganze Abteilung kehrt. Nein. Ihr nicht, ich. Halt, wartet. Ich, nicht ihr. Andersrum. Na gut, fang mir von vorne an. Schrecklich. Diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt. Wenn die Belagerungswaffen Dämonia erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmern wir sie. Können wir ja das nächste Mal machen. Nachdem wir hier nochmal ordentlich ausgerüstet haben, nehmen wir mal so einen Soldaten mit. Dann können wir daraus noch stärkere Einheiten machen. Das demnächst mal. Ansonsten ist es so, dass wir tatsächlich von zwei Seiten angreifen können. Was heißt von zwei Seiten? Von einer der beiden Seiten. Entweder können wir hier oben hingehen und eben von dort oben angreifen. Oder von hier vor der Seite. Nachdem die Einheiten allerdings schön so vertikal aufgeteilt sind, ist es doch etwas einfacher von oben anzugreifen, weil man die dann schön nacheinander auseinandernehmen kann, anstatt dass alle gleichzeitig auf einen einhämmern. Insofern machen wir das nächste Mal dann. Jetzt erstmal tschüss.